So. Wir haben unser Projekt gewählt mit dem Namen Smile und das zwar mit einem besonderen Grund. Und zwar Smile heißt Send Messages in Languages of Emojis. So, man fragt sich, es gibt so viele Sprachen auf der Welt und man kann sie nicht wirklich alle lernen oder auch alle irgendwie verstehen. So brauchen wir eine Sprache, die universell ist. Und diese existiert bereits schon, die Emojis. So haben wir uns den Gedanken gemacht, warum gibt es keinen Messenger, wo man nur mit Emojis schreiben kann, so dass es jeder verstehen kann. Und das war unser Projekt. Um das Problem des Unterschieds der Sprachen zu lösen, haben wir versucht, ein Emoji-Übersetzungsprogramm zu programmieren. Es heißt Smile Send Message in the Language of Emoji. Wir haben ein kreatives Wörterbuch geschrieben. Wir übersetzen eine Sprache über Emoji in eine andere Sprache. Ein Emoji hat verschiedene Bedeutungen. Wir haben nur eine Bedeutung aufgenommen, um ein Missverständnis zu vermeiden. Wir benutzen HTML. So haben wir diese App programmiert. Das ist erstmal ein normaler Messenger. Wie man sehen kann, sind schon einige Beispieldaten drin. Man kann jetzt ganz normal Nachrichten senden. Aktuell noch nicht mit Zeichensperre. Aber das ist zum Beispiel eine der Sachen, die später noch kommen wird. Somit kann man erstmal hier neue Nachrichten reinschreiben. Und diese werden auch schon für jeden Besitzer der App angezeigt. Dann hat man hier zur Seite. Hier hat man dann noch die Funktion, das Guide auszuwählen, was wir zusammengetragen haben, wo dann einige Übersetzungsbeispiele schon dastehen. Okay. hier. Und das ist ungefähr der Aufbau, wie wir das dann weitermachen wollen. Es wird dann noch geplant, eine Emoji-Tastatur zu machen, sodass man nur Emojis eingeben kann. Außerdem soll man auch noch seinen Nickname angeben, um sich einzuloggen zu können oder damit man sich unterscheiden kann von den anderen. Dann soll es bei diesem Guide noch eine Art Suchfunktion geben, wo man dann nach bestimmten Sachen suchen möchte, wie man das übersetzen möchte. Und es soll auch Funktionen von vielen anderen Messagern geben, wie zum Beispiel private Nachrichten an Leute senden oder die Leute vielleicht irgendwie anders zu kontaktieren. Jetzt würde ich euch noch zeigen, wie das aussieht. Der Code ungefähr. Ja. Yeah. Das ist hier der JavaScript-Part. Das Ganze wird wird in JavaScript geschrieben und dann zu einer APK umgewandelt. Dafür nutzen wir hier Visual Studio Code, um das zu programmieren. Und die Mädchen haben das Guide geschrieben und haben die Sachen entworfen. Das haben sie über HTML gemacht, welches dann in die App implementiert wurde. Und vielleicht habt ihr Lust, unseren Chat mitzujoinen und mitzuschreiben. Somit könnt ihr einfach beitreten und die App kann ich euch ganz einfach zur Verfügung stellen.